Jetzt zeige ich dir mal ein paar. Hier darfst du im Internet dir was angucken. Das ist eine Kinderseite. Der kleine Fjodor ist gern am Tablet. Am liebsten schaut er sich Tiervideos an. Mama Anne achtet dabei darauf, dass eine festgelegte Zeit eingehalten wird. Das darfst du dir jetzt anschauen. Dann machen wir, stell mal eine Zeit ein. Die Mama stellt mir immer eine Zeit ein und wenn sie Schluss ist, dann soll ich es immer wieder der Mama geben. Wo kann ich, Kinder wachsen zunehmend unter dem Einfluss der digitalen Welt auf. Besonders im Bereich Medien lauert Gefahr. Das weiß auch Anne Lenzner. Deshalb engagiert sie sich ehrenamtlich beim Projekt Elterntalk. Es handelt sich dabei um ein Projekt, bei dem Ehrenamtliche Gesprächskreise im privaten Rahmen organisieren und die Eltern bei ihren Erziehungsfragen begleiten. Nach Bedarf auch in Fremdsprachen. Also so die Themen, was immer wieder aufkommt, sind eigentlich hauptsächlich, wie schaffe ich es, mein Kind irgendwo in gewisser Weise von den Medien fernzuhalten, dass es nicht zu viel Fernsehen guckt, nicht zu viel Tablet. Das bayernweite Projekt der Aktion Jugendschutz richtet sich an Eltern von Kindern bis 14 Jahren. Schwerpunkt des Talks sind Themen wie Medien, Konsum, Erziehung und Suchtvorbeugung. Das Thema wird vor einer Gesprächsrunde festgelegt. Der Elterntalk kommt gut an, das sagen die Zahlen. Im vergangenen Jahr, also im Jahr 2020, haben die Moderatorinnen des Projektes Elterntalk insgesamt 700 oder sogar über 700 Eltern erreicht. Und zwar wurden insgesamt durchgeführt 176 Elterntalks. Das Projekt ist im Landratsamt Coburg angesiedelt und wird von dort organisiert. 18 Ehrenamtliche engagieren sich für den Elterntalk. Sie werden regelmäßig geschult, in diesen Zeiten digital. Das Ehrenamt hat eine wichtige Bedeutung für Coburg, Stadt und Land. Man muss da immer wieder seinen Hut davor ziehen und muss allen Respekt sagen. So viele Menschen engagieren sich in den verschiedensten Bereichen hier bei uns in der Region ehrenamtlich. Die Ehrenamtlichen sind so ein Stück, ein Schatz unserer Stadt und freuen uns wirklich, wenn sich jeder ehrenamtlich engagiert und damit uns unterstützt und sich gegenseitig hilft. Dank Elterntalk sind Fjodor und seine Mama Anne sicher im Netz unterwegs. Und genau das möchten sie auch für andere Familien. Wer auch helfen will, kann sich beim Landratsamt Coburg melden. Ehrenamtliche werden immer gesucht.